Hier gibt es jetzt gleich zwei Rezepte, die einen Nachmittag zum Tee mit Freunden einfach perfekt machen. Wir machen nämlich aromatischen Rosenblütenzucker zum Verfeinern von Gebäck oder Tee selber. Und dazu ein paar feine Vanille-Himbeerwindbeutel. Als erstes wird der Brandteig gemacht. Dazu werden Wasser, Milch, Butter, Zucker und Salz in einem Topf erhitzt. Sobald die Mischung köchelt, kann das Mehl in einem Schwung zugegeben werden. Als nächstes wird der Brandteig abgebrannt. Das bedeutet, auf mittlerer bis hoher Hitze wird der Teig für 2 Minuten erhitzt, bis er nicht mehr am Topfboden klebt. Jetzt werden die Eier nach und nach angerührt. Es ist übrigens ganz normal, dass es so aussieht, als ob der Teig sich nicht verbindet. Einfach weiterrühren. Den Teig in kleinen Häufchen auf ein vorbereitetes Backblech spritzen und die Windbeutel golden ausbacken. In der Zwischenzeit machen wir schon mal unsere Geheimzutat, den Rosenblütenzucker. Das ist mit dem Handmörser Granicum von Denk ganz einfach. Dazu werden die getrockneten Rosenblüten einfach zusammen mit etwas Zucker oder Hagelzucker zermörsert. Für die Vanillefüllung wird selbstgemachter Vanillepudding zunächst cremig geschlagen und dann mit Mascarpone verrührt. Jetzt werden von den Windbeuteln die oberen Deckel abgeschnitten. Die Windbeutel zunächst mit leicht gesüßten und pürierten Himbeeren befüllen, bevor unsere Vanillecreme folgt.